Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Till. Und der Till ist von Till und sein Vlog, von dem YouTube-Kanal, da nach der Sendung unbedingt mal drauf gehen. Und heute haben wir den 2. September, das heißt, beim Till ist jetzt die Sendung von 2 Tagen vorher, ist was? 31. August, genau. Richtig. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Ne? Ja, heute ist vom 31. August die Sendung von Till drauf. Ja? Und könnt ihr mal gucken, was er da gemacht hat. Aber hier heute geht es um den 2. September. Und am 2. September hat Geburtstag wer? Selma Hayek. Selma Hayek ist ja aus... Heilige Scheiße. Ohoho. Ist ja aus... From Dusk Till Dawn. Ja, Mexiko. Ja. Mexikanerin. Yeah. Ja. Die reden alle so komisch, ne? In Mexiko. Die müssen alle so tief gehen und haben so krass Spiel Gonzales. Spiel Gonzales. Ja. Ja, jedenfalls. Selma Hayek. Sie hat Geburtstag. Hat Geburtstag. 66 happy birthday, geboren. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Für 66 geboren hat sie sich echt gut gehalten. Das ist ja ein Bild von 83. Ach so. Ja. Und in 1995 wurde in Cleveland, Ohio, weißt du, USA? Ja. Da drüben. Wurde die Rock'n'Roll Hall of Fame eröffnet. Und da wurde dann ein Konzert, hat er stattgefunden, mit Chuck Berry, Bruce Springsteen, Iggy Pop, Aretha Franklin zum Beispiel. Und da sind Exponate, Kostüme sozusagen von Elvis auch noch irgendwie ausgestellt und sowas. Also richtig geil. Ich würde das gerne besuchen. Machen wir mal eine Geschäftsreise, Schoki Banoki New Television zur Rock'n'Roll Hall of Fame. Da bin ich dann aber dabei, ne? Na komm, kann ja nicht so teuer sein, also wirklich. Ja. Was war noch am 2. September? Am 2. September, es ist ein Nationalfeiertag und zwar der Nationalfeiertag von Vietnam. Die feiern ihre Unabhängigkeit und irgendwie, wenn ich hier verkünde, dass irgendjemand unabhängig von irgendjemandem ist, dann ist es immer von Frankreich. Ja, da, klar, weil die Franzosen, die haben ganz schön Mist gebaut in der Vergangenheit. Haben ja alles irgendwie... Nein, die haben es nur einfach früher wieder hergegeben. Die Engländer haben es länger behalten. Ja, die Franzosen, die Engländer, die Spanier und so. Die Deutschen haben ja auch sowas, haben ja auch so Kolonien gehabt und so. Aber die Franzosen sind halt schon ziemlich aktiv gewesen. Unter anderem in Vietnam und das haben sie dann wieder zurückgegeben. Am 2. September wann? 45. 45 war das erst. Tja. Hammer. Naja. Aber am 2. September 1987 ist der Prozess gegen Matthias Rust eröffnet worden in Moskau, weil der ja doch da auf dem... mit seiner Cessna. Mit seiner Cessna da in Moskau runtergekommen ist. Auf dem Roten Platz heißt das, ne? Das ist der Rote Platz. Ja, genau. Und der ist dann mit seiner Cessna runtergekommen und der Prozess ist eröffnet worden am 2. September 1987. Wie es dann weiterging mit Matthias Rust, wissen wir. Durchgeknallt ein bisschen, ne, der Kollege. Tja. Aber macht ja nichts. Er ist ja dann irgendwann... Ich meine, er war vorher schon ein bisschen durchgeknallt. Ja, weil vorher durchgeknallt. Sonst lande ich da nicht. Aber war eine, also damals hat man ja gesagt, eine ganz coole Aktion. Ne? Ja, ganz coole Aktion, aber es ist oftmals so, dass coole Aktionen eigentlich totaler Irrsinn sind. Ja, jetzt hast du die Stimmung aber ganz schön runtergezogen, Till. Ja. Ja, super. Ja. Da bleibt mir jetzt nichts zu... Also ich gehe jetzt. Komm, tschüss. Geht mal auf seinen Kanal, Till und seinen Vlog, da ist auf jeden Fall die Stimmung besser als hier jetzt. Mit Sicherheit. Danke, hast du toll hingekriegt.